Hallo liebe Bödeback-Freunde, willkommen zurück zu Folge Nummer 36 mit unserer kleinen Blondie. Immer noch in Booty Bay bzw. Schlingendantal im südlichen. Der Captain ist versorgt, er hat uns irgendwas Essbares gegeben. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich noch nicht. Und Captain Smott möchte, dass wir Legolas töten. Weiß nicht, ob das eine Anspielung auf Legolas ist, wenn das Ding Legolas heißt. Möglich, denkbar, aber nicht zwingend. Da haben wir noch ein Schnurrbärtchen, wir sind immer noch erholt für einen halben Level. Und wir beschwören jetzt irgendwen, warum auch immer. Und warum ist er wieder mitten? Ah, hier ist es. Mitten im Deich, nehmen wir schon. Wo der ist, kann ich ihn beschwören? Ah, ich glaube, ich muss ihn rufen, oder? Mit irgendwelchen Essen. Deswegen habe ich das ja. So, hier. Der Spaß hier. Nur genau. Da wird einem doch übel, das ist richtig. So, jetzt bin ich hier. Und wo ist Legolas? Er ist nicht da. Da wird einem ja speiübel. Noch 2 Stunden. Na toll. Ja, und da wir jetzt hier sind und keine Ahnung haben, was wir tun sollen, lesen wir mal. Nehmt das Essen und legt es in ein altes Rettungsboot. Ah ja. Südöstlich von irgendwas. Ist das Rettungsboot? Das Rettungsboot steht da hinten. Oh Mann. Ach ne, da ist es. Puh, Glück gehabt. Na ja, gut. Manchmal blizzert nicht ganz so. Hallo? Ah, da ist er, der Legolas. Legolas. Der wird ja quasi gefüttert. Der Kollege. Wir sind ja wesentlich weniger Blutsegelbukanierer, als ich in Erinnerung habe. Ich rieche Essen, sagt er. Also schreit er, der Legolas hier. Und so wie er aussieht, braucht ganz dringend was bei dem dicken Bauch. Schönes Riesenmodell. So, dann gehen wir da jetzt mal einen mit. Hat wieder keine Taschen. Warum auch? So ein großer braucht ja keine Taschen. Ja, da bin ich ja froh, dass ich den noch angehittet habe. Das hätte was schief, wäre was schief gegangen. Okay. Riesenportion erwünscht. Blutsegelbukanierer, nördlich. Nordöstlich von Booty Bay. Zumindest der Kreis auf der Karte hat gestimmt, weil dort ist er nämlich erschienen. Jetzt schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Außer weitere Mobs, die man eventuell umgehen kann. Weil erst wenn ich das erkundet habe, muss ich sie umhauen. Machen wir immer. Guter junge Braves. Na guck an. Ja, geh mal ein Stück weg. Das ist super. Das ist perfekt. Schläfst du? Nein. Ist nicht so tief, dass ich es. Ach, die Quests haben sie immer nicht verändert.
Das haben sie wirklich nicht verändert. Aber es sind wesentlich weniger Mobs hier. Sollen mal mehr. Aber es ist immer noch, geh raus, schnetzel dich durch. Dann, also geh rein in das Camp, schnetzel dich durch. Geh dann wieder nach Booty Bay. Sagt dann XY Bescheid, der schickt dich wieder zurück, dann tötest du 10 von den Leuten. Dann gehst du wieder rein nach Booty Bay. Zu, oh mein Gott. Zu XY. Bewegungsunfähig. Jetzt muss ich auch noch kämpfen hier damit. Ja genau, hilf mir mal. Geht doch. Das ist halt schade. Na gut, dann müssen wir das eben so machen. Dass wir hier reingehen, wieder rausgehen, reingehen, wieder rausgehen. Da kann man zumindest Captain Smott hier seinen Schrott bringen, beziehungsweise die Kunde, dass Legolas Negolas tot ist. Tötet Morgrash den Schabhalter. Ring, wo ist denn der? Ah, da ist er doch, ne? Brauchen wir da irgendwas? Boah, 17 Dollar, ja. Nichts Wildes, machen wir. Dann werden die Riesen hier wieder etwas dezimiert. Wenn nicht ich, wer macht's dann? Das ist jetzt auch nichts Wildes, keine Elite oder so. Bin mir zwar sicher, dass er relativ feste zuhaut. Der Captain Mokrash, der Arme, irgendwer. Alles easy. Nichts Wildes. Ah, da kommt gerade ein Schiff. Das fährt nach Ratchet. Da müssen wir uns auch irgendwann mal melden, wenn wir denn in diese Richtung gehen wollen. Weiß aber nicht, ich glaube, ich bleibe hier in Östlichen Königreichen. In Kalimdor habe ich nichts verloren. Also noch nicht, das wäre dann die Hordenseite. Selbst da bin ich mir noch unschlüssig. Was ich da nehme. Troll. Hm. Troll-Druiden, das wäre was, da kann man schön schleichen. Da kommt man nicht hoch, oder? Ne, müssen wir da vorne rein. Gimhilla. Tauchender Oger. War ich alle Tage. Ja. Aber erstmal Blondie hochbringen und dann schauen wir weiter. Was ist, wie es weitergeht, auf jeden Fall auf Hordenseite, das weiß ich schon. Aber sonst weiß ich da nichts. Das Priester wird vielleicht mal ein Schatti. Schattenpriester, das wäre auch mal interessant. Kann sich zwar die ganzen Charaktere irgendwie boosten. Auf 100 oder 110 oder so, aber man kann sie dann nicht spielen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Damit, oh, da oben steht er. Jesus. Das hat er mit den Schurken geboostet. Glaube nicht, dass mir der so viel Spaß machen würde. Weil er halt die Erwartungen nicht erfüllt. Und so muss man das. Wo geht's hin? Hier lang? So muss man es lernen, diesen Charakter zu spielen. Ach, hier ging's falsch raus. Hier vorne geht's raus. Wie kann ich euch helfen? Und das passt schon. Ich finde das gut gelungen. Brucey, Brucey, Brucey. Brucey unboxen, oder was? So, wo ist der denn jetzt hier? Hier drin? Nee. Dann ist er unten. Knapp daneben. Ne, hier ist er. Haha. Schaut's mal an. Jo, hallo.
Berichtet Baron Rivendell von den geplanten Blutsügelangriffen. Ja, ist wieder im Gasthaus. Die Piraten bringen ja alles durcheinander. Oh, hier Nuff. Hier rüber. Treppe hoch. Und nochmal Treppe hoch. Baron Rebelgas. Genau. Tötet 8 von denen, 8 von denen, 8 von denen. Oder 10 oder 20, je nachdem. Hier ist noch ein Quest. Wer gibt es mir? Wer gibt es mir? Da steht oben. Catlin, die Klinge, ist es nicht. Schurkenlehrer. Feuerprobe brauchen wir noch nicht. Ah, der hier hat die. Lust auf ein Glas? Seid auf der Schnupftabak, alles klar. Bringen wir den Schnupftabak mit. Hier ist auch noch einer mit dem Ausrufezeichen. Weiß noch nicht wo. Da nicht. Da auch nicht da. Hier. Funktionator Grievous. Ah, okay. Ist er noch so ins Haus? Da ist er nicht. Himmel, oh Gott. Dass sich die Questgeber immer so verstecken müssen. Bestimmt in der Ecke. Ja, tatsächlich. Grüße. Ziehe den Ehrenfreund. Besorgt irgendwas von den Blutsegelbukanieren. Machen wir alles. Piraten, Piraten, Piraten. Trinkt aus, Piraten. Joho. Was kann ich für euch tun? Wir nehmen den Ring. Beweglichkeit, Ausdauer. Dafür habe ich aber auch viel. 8 Ausdauer, 9 Ausdauer. Landrattenstirnband. Je, sieht das furchtbar aus. Aber ist halt wertvoller. Schönen Tag auch. Gut, hätten wir das auch erledigt. Blutsegelbukaniere minus 500. Immer die wieder. Ich glaube, ich hatte schon mal auf respektvoll. Ehrfürchtig war der noch ein bisschen schwieriger. Dann sind die echt alle grün und man darf aber nicht mehr nach Booty Bay rein. Geht dann relativ schnell. So. Dann geht's jetzt weiter. Klingen sind noch 13 Minuten verzaubert, das passt. Das wird nicht schaden, wenn man das heute mal da alles etwas auffrischt. Ja, und die Räuber stehen halt hier vorne und die anderen, die wir da auch noch brauchen. Seebären. Achso, die haben halt nur den Tabak jetzt hier für mich oder irgendwas anderes noch. Torkels Auge. Die kommen erst später. Ach, guck, die können wir wieder bestehlen. Schnupftabak. Hat denn hier keiner von den Schnupftabak dabei? Bewegungsunfähig, ganz toll. Ist ein Netz nach mir geworfen. Schnupftabak. Guck an. Was hab ich wegrennen, oder? Bisschen strategisch, ne? Merkst du schon. Torkels Auge, Schnupftabak. Ah, da hinten ist noch alles klar. Gut. Beziehungsweise hier, nein, Schnupftabak. Ah, hier, Karten und Befehle. Gut.
Das war ein Hochmagus und Seebären. Eine Seebären. Ich kann ja auch den Bär. Handlungsunfähig. Auch Schurke also. Schnupftabak, sehr schön. Torkels Auge wird wohl auch irgendwann droppen. Und die Karten und Befehle liegen jeweils da hinten im Boot. Ach, das ist ein Seebär. Ein Seebärchen. So, dort sticken. Kannst du mich nierenhieben, so viel du willst. Du wirst es nicht überleben. Torkels Auge. Nummer 1 haben wir schon mal. Magier, der nicht, der es sich nicht traut zu casten. Explod aus Malgor. Ja, hier ein Hieb. Als ob die denn eine Sichtweite von 10 Metern hätten. Nochmal der Explod aus Malgor. Magus. Okay, unterbrochen durch Tod. Auch gut, da ist eins. Die Karten und die Pläne. Wo waren die Pläne? Die Pläne sind aber im Schiff, oder? Wow! Jetzt stehen wir beide hier, oder was? Was ist denn jetzt passiert? Das ist noch ein bisschen die Herausforderung. Wenn ich aus der Route raus bin, da wieder reinzukommen. Schnupptabak. Hochmagus. Jetzt sind die ganzen Patrouillen außerhalb. Seebären. So. Nicht so viele Kombo-Punkte. Da ist noch dieser Hochmagus, hier ist noch ein Schneiderlehrer, der schon ewig und drei Tage hier steht. Was absolut sinnbefreit ist. Ah, jetzt. Die kloppen sich die Zeit so runter, das war wieder zu langsam. Den Taschendiebstahl. So, da ist noch ein Hochmagus, den machen wir gleich mal. Den hier schon mal rumstreicht. Glaube ich auch ein Erfolg mit Taschendiebstahl. Jawoll, was gibt's denn? Finte! Okay, cool. Halt. Wo müssen wir noch hin? Jetzt die Pläne, die Blutsegelbefehle brauchen wir noch.
Nee. Schönen guten Tag. Hallo. Also, brauchen wir nicht. Verkaufen wir später. Mögen eure Reise sicher sein. Wo sind denn die Pläne? Wir haben die Befehle und die Pläne. Wo sind die Pläne verdammt? Oh nein, nee. Ist da noch Eisen? Wo zum Henker? Die Karten und die Befehle. Hm. Das ist interessant. Liegen die hier vor einem Zelt etwa? Wundern würde es mich nicht. Tatsächlich. So, jetzt hat man doch noch alles gefunden. Da geht ja nichts verloren. Dann auf zurück nach Booty Bay. Und da machen wir dann auch in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Falls dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen oder ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Die Serie geht auf jeden Fall noch weiter bis 110. Also es sind noch ein paar Folgen, so Pi mal Daumen, ungefähr an die 200 werden es werden. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Thomas.